Okay, dann fange ich einfach mal an, oder? Ja. Okay, also mein Name ist Tamino Daud. Ich bin von der Hochschule Karlsruhe und ich habe zusammen mit Professor Sulzmann, der heute leider nicht kommt. Ja gut, also. Genau, und wir haben dann ein Paper geschrieben über Advanced Futures and Promises in C++. So, dann fange ich mal an mit der Agenda, was ich heute vorstellen will. Also ich fange an damit, erstmal zu erklären, was sind überhaupt Futures and Promises. Dabei zeige ich das in Scala. Warum Scala? Scala hat schon eine relativ fortgeschrittene Bibliothek. Ihr braucht jetzt aber keine Angst haben, also der Code ist nicht schwer zu verstehen. Dann zeige ich die Futures and Promises in C++, eben die Bibliotheken, die es da gibt und die Probleme, die man damit hat. Und daraus ergibt sich dann die Motivation für unsere Advanced Futures and Promises und für das Paper. Dann stelle ich eine Core-Sprache vor, die wir praktisch definiert haben für Futures and Promises. Und auf Basis dieser Core-Sprache kann man dann sämtliche anderen Features, die man so für Futures and Promises braucht, ableiten. Dann stelle ich die Bibliothek vor, die auf dieser Core-Sprache basiert, also praktisch die Implementierung der Core-Sprache in C++. Als nächstes gehe ich nochmal Probleme durch, und zwar mit der Move-Semantik von C++ und wie ich dann Futures and Promises sharen kann und welche Schwierigkeiten ich dann damit habe, also wenn ich das nicht mache. Dann noch ein paar Upcoming Features, also zum Beispiel C++ 20 Standard, oder und da eben andere Features, die Futures betreffen. Und am Ende eben noch Future Work, also was wir in der Zukunft planen zu machen mit den Advanced Futures and Promises, genau. Und die Referenzen. Ja, ich fange einfach mal an. Also, warum brauche ich überhaupt Futures and Promises und was mache ich damit eigentlich? Jetzt nehmen wir mal diesen einfachen Fall hier an. Ich will irgendein Hotel buchen. Also mache ich irgendeine Anfrage auf dem Server, ja, gib mir das Hotel zurück. Und das ist natürlich jetzt ein Aufruf auf eine externe Schnittstelle, die verzögert irgendwann antwortet. Und was ich jetzt nicht machen will, ist, ich will jetzt nicht mein Hauptthread blockieren und warten, bis ich das Hotel zurückbekomme, weil ich kann ja in der Zwischenzeit andere Dinge machen. Ja, ich will ja die Nebenläufigkeit ausnutzen, also meine Prozessoren. Und genau deshalb brauche ich Futures für solche Aufrufe hier, um nicht zu blockieren. Wenn ich jetzt aber keine Futures hätte, dann müsste ich praktisch hergehen und das irgendwie manuell lösen, ja? Also ich habe hier mein Hotel und hier mit diesem Spawn-Befehl starte ich einen neuen Thread. Dann blockiere ich ja meinen Hauptthread nicht mehr, mache hier drin den Aufruf, muss aber jetzt praktisch diese Hotel-Variable, weil die natürlich jetzt geshared wird zwischen diesem Thread hier und dem Hauptthread, irgendwie schützen. Das mache ich mit einem Mutex, ganz einfach mit einem Log. Und ich muss meinen Hauptthread irgendwie benachrichtigen, wann mein Ergebnis da ist. Weil irgendwann im Hauptthread später brauche ich natürlich das Ergebnis schon und dann muss ich synchronisieren. Ja, und man sieht halt, das ist sehr umständlich. Ich will das eigentlich nicht manuell machen. Ist auch fehleranfällig. Ich könnte ja vergessen, hier irgendwie das Unlock hinzuschreiben oder das Notify irgendwie falsch machen. Also brauchen wir eine Art von Abstraktion, wie wir solche Fälle lösen können. Genau. Und da kommen jetzt die Futures ins Spiel. Scala hat eine Bibliothek, die schon relativ fortgeschritten ist. Und in Scala kann ich das Ganze einfach mit den Futures lösen. Ich habe hier so einen Future-Ausdruck. Was hier passiert ist, dieser Wert hier wird direkt gesetzt, ohne zu blockieren, hat aber noch kein Ergebnis. Das heißt, F ist einfach ein Future ohne Ergebnis. Dieser Aufruf hier wird in einen anderen Thread ausgelagert, läuft also nebenläufig und ich kann direkt weitermachen in meinem Hauptthread. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann direkt Callbacks registrieren. Ja? Ich weiß ja, was ich danach mit dem Wert machen will. Also registriere ich die Callbacks hier, um zum Beispiel das Hotel zu buchen und meinen Freunden eine E-Mail zu schicken, hey, ich habe das Hotel so und so gebucht. Und das passiert auch alles nebenläufig. Also es blockiert nicht, weil diese Callbacks werden natürlich da dran gehängt, werden aber, sobald der Wert hier da ist, auch nicht im Hauptthread ausgeführt, sondern eben wieder nebenläufig. Also Futures sind praktisch Read-Only-Values, die noch nicht gesetzt werden müssen am Anfang, also die irgendwann einen Wert erhalten. Und mit denen ich aber bereits nicht blockierende Aufrufe also machen kann, wie zum Beispiel diese Callbacks zu registrieren. Und was auch ganz wichtig ist, Futures kann man normalerweise mehrmals lesen. Also ich kann das Ergebnis so oft lesen, wie ich will. Das wird nachher wichtig für die Move-Semantik in C++. So, was sind jetzt aber Promises? Promises sind eigentlich Futures mit Write-Semantics.
Dafür habe ich hier dieses Scala-Beispiel programmiert. Ich erzeuge jetzt ein Promise, das hat natürlich den Typ Hotel, weil ich will mir irgendwie ein Hotel zurückgeben. Jetzt kann ich mein Promise in ein Future konvertieren. Dann habe ich all die Funktionalität, die eben Future hat, also ich kann Callbacks registrieren. Und ich kann jetzt aber zusätzlich auch das Ergebnis reinschreiben, weil Futures sind natürlich read-only. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann hier ein Race starten. Also diese beiden Striche hier bedeuten, dass hier zwei Threads nebenläufig laufen. Ich kann Race starten und beide können praktisch versuchen, das Ergebnis des Promise zu setzen mit dieser Try-Success-Methode. Aber nur einer wird Erfolg haben. Also der erste hat Erfolg und der zweite hat keinen Effekt mehr, weil Promise können nur einmal geschrieben werden. Das ist auch ganz wichtig, weil der Wert des Futures darf sich ja nicht mehr verändern, ja? Sonst kommt ja alles durcheinander. Also wenn ich jetzt hier in Oncomplete irgendwie auf einmal noch einen anderen Wert habt, dann kommt da alles durcheinander. Der wird einfach ändert. So, also ich kann Promises benutzen, um die Werte von Futures zu schreiben und ich kann Races starten und nur einer hat Erfolg. So, mit Futures und Promises zusammen kann ich jetzt solche erweiterten Beispiele hier implementieren, ohne zu blockieren. Und da liegt eigentlich die Stärke der Futures und Promises. Mal angenommen, ich will ein Hotel in der Schweiz buchen. Aber wenn das nicht verfügbar ist, dann buche ich halt eins in den USA. Bevorzugt gehe ich aber in die Schweiz, also kann ich das Ganze mit Futures ausdrücken. Ich habe hier zwei Aufrufe, die sonst meinen Hauptthread blockieren würden. Die lage ich aus in Futures. Ja, die werden also irgendwann hier diese Ergebnisse reinschreiben für die beiden Hotels. Und ich kann jetzt direkt nicht blockierend im Hauptthread, bevor ich die beiden Ergebnisse habe, diesen Combinator benutzen, Fallback to von der Scala-Bibliothek. Diese beiden Futures kombinieren und kriegt dann ein neues Future. Und dieses neue Future wird praktisch entweder mit dem Ergebnis vom Schweizer Hotel oder von dem Hotel in den USA gesetzt, sobald die eben fertig sind. Und das ist halt wichtig auch zu wissen, ein Future kann entweder erfolgreich sein oder fehlschlagen. Das werde ich gleich noch zeigen. Also wenn das hier praktisch fehlschlägt, der Aufruf hier, zum Beispiel der Server ist nicht verfügbar oder was auch immer dahinter steckt, das Hotel ist zu teuer, dann wird eben dieser Wert hier genommen. Wenn beide fehlschlagen, steckt natürlich auch das Hotel hier fehl. So, und ich kann jetzt wieder nicht blockieren, einfach direkt meine Callbacks registrieren und eben die gleichen Sachen machen wie vorhin. Hotel buchen, Freunde informieren. Ja. Und diese Kombination, nicht blockierend, ist eigentlich die Stärke von Futures und Promises, weil ich dann solche Szenarien hier abbilden kann und Nebenläufigkeit ausnutzen kann. Und ich brauche keine manuellen Logs, ich muss nicht irgendwie manuell Threads erzeugen, ich muss nicht manuell synchronisieren. So, ich habe gerade gesagt, Futures können fehlschlagen oder erfolgreich sein. Das Ganze wird in Scala mit diesem Typ hier try implementiert. Und der kann zwei Zustände haben. Das sieht man hier in dem Pattern Matching. Also mach einfach ein Match. Der kann entweder erfolgreich gesetzt werden mit dem Hotel oder er ist ein Fehler. Und dann ist es natürlich eine Exception. Also Fehler werden in Scala durch Exception dargestellt, in C++ auch. Und mit diesem try-Typ kann ich das eben hier ganz einfach mappen. Was ich auch noch brauche, um Futures zu benutzen, natürlich muss ich irgendwo Threads erzeugen, ja. Also die kommen ja nicht von selber. Und dafür benutze ich zum Beispiel die Scala-Bibliothek, sogenannte Execution Context. Ich kann jetzt so einen Executor hier nehmen aus Java, zum Beispiel einen Thread Pool, der eine begrenzte Anzahl von Threads hat. Den kann ich dann in einen Execution Context konvertieren. Und dieser Execution Context kann dann für jedes Callback von meinem Future einzeln bestimmt werden. Das bedeutet, sobald das Ergebnis von Hotel da ist, wird dieses Callback hier an diesen Executor geschickt und von dem ausgeführt. Und da hinter diesem Executor praktisch dieser Thread Pool steckt, wird einer von diesen Threads dann dieses Callback ausführen. In Scala ist es auch so, dass ich da so einen Standard-Executor habe, also ich muss das nicht so machen wie hier, das wäre viel zu umständlich. Ich mache einfach einen Import und dann wird halt so ein Standard-Executor benutzt. Das brauche ich aber natürlich auch, um die Callbacks in Threads auszuführen. So, wir haben jetzt gesehen, Futures und Promises können verwendet werden, um asynchron zu programmieren. Ich kann damit nicht blockierend Aufrufe machen. Ich kann sie kombinieren, dass ich dann solche erweiterten Use Cases abbilden kann. Das Ergebnis kann entweder ein Fehler sein, also eine Exception, oder der erfolgreiche Wert. Mit den Executern habe ich eine Beschränkung in der Nebenläufigkeit, also ich habe eine beschränkte Anzahl von Threads im Hintergrund und wir haben in Scala schon eine relativ erweiterte, also fortgeschrittene Bibliothek, die wir einfach so benutzen können.
Kommen wir zu C++, da sieht das Ganze etwas anders aus. Und zwar, wir haben unseren Standard C++ 17, der ist sehr beschränkt, das werde ich auch gleich zeigen, da kann man eigentlich nicht sehr viel machen mit. Dann haben wir die Boot-Thread-Bibliothek, die ist schon etwas erweiterter. Also wir haben da schon Callbacks und diese Executors, die wir jetzt gesehen haben. Und dann gibt es eine Bibliothek von Facebook, Foley, und die ist noch, also damit kann ich noch mehr machen als mit Boot-Thread. Ich habe auch die Callbacks-Executor, aber ich habe noch mehr von diesen Kombinatoren, dass ich solche erweiterten Use Cases abbilden kann. Ich habe mir auch die anderen Bibliotheken mal angeguckt, wahrscheinlich nicht alle, aber so was wir halt gefunden haben, zum Beispiel Qt oder Poco, und die waren noch beschränkter als zum Beispiel Boot-Thread. Also ich habe in Qt nicht mal Promises und ich kann auch diese Combinator nicht benutzen, genauso wenig in Poco. Also fangen wir mal mit C++ 17 an. Was haben wir da eigentlich für Primitive? Okay, wir haben diese Template-Funktion Async. Da können wir irgendeine Funktion an dieses Async geben. Dann wird die nebenläufig ausgeführt und der Rückgabewert der Funktion wird dann in das Future geschrieben. Das heißt, ich kriege direkt ein Future zurück, kann wieder nicht blockierend damit arbeiten. Ja, und die eigentliche Funktion wird nebenläufig ausgeführt. Ich habe aber keine Executors, ja. Also wenn ich das richtig nebenläufig mache, wird jedes Mal ein neuer Thread erzeugt. Das ist nicht so toll, weil ich will eigentlich die Anzahl der Threads klein halten, weil jede Thread-Erzeugung eben langsam ist und jeder Thread hat auch einen eigenen Stack. Ja? Teilweise so nicht ganz richtig. Also jetzt bestimmt für reale Implementierungen, die halten sich nur teilweise nicht an den Standard. Es ist vorgesehen, dass wenn man Async mit Default Execution Mode ausführt, dass sich dann die Implementierung anschaut, habe ich denn genug CPU-Power übrig und soll ich das lazy oder eben Genau, also es gibt, einfach ja, es. Ja, also die Lazy Evaluation gibt es auch, aber dann habe ich ja keine Nebenläufigkeit und die wird auch nur ausgeführt, sobald ich dann explizit mit get mir den Wert hole. Und das will ich ja nicht machen. Also das ist, was ich nicht machen will. Was ich aber machen muss in C++ 17, weil die Bibliothek so beschränkt ist. So, dann haben wir noch die Template-Klasse Promise. Ich habe ja vorhin gezeigt, was Promises machen. Es sind einfach Futures mit Write-Semantics. Ich kann den Wert einmal schreiben. So, und jetzt haben wir zwei Typen von Futures in C++. 17 und das kommt durch die Move-Semantik. Also ich kann noch mal kurz erklären. Ich denke, ihr wisst alle, was Move-Semantik sind, aber ich sag's einfach noch mal kurz. Wenn ich einen String habe und ich will den in einen anderen Wert schreiben, dann kann ich den ja entweder kopieren, ja, dann kopiert er das ganze, also die ganze Zeichenkette in einen anderen Speicherbereich rein, oder ich kann ihn moven. Und wenn ich ihn move, dann wird einfach nur der Pointer umgehängt und das ist natürlich schneller. Allerdings wird dann jetzt der Quellstring, von dem ich gemoved habe, leer. So, und das Ganze gibt es eben auch für Futures in C++ 17. Das bedeutet, ich kann dieses, das hier ist kein Shared Future, also ein Unique Future, und da kann ich nur einmal get drauf aufrufen und dann kriege ich mein Ergebnis zurück und danach ist das Future ungültig. Ich kann das hier aber zu einem Shared Future konvertieren und dann kann ich mehrmals get aufrufen. Dann kriege ich aber natürlich nur eine konstante Referenz zurück, die ich kopieren muss. Also da wird unterschieden. Und was ich auch nicht machen kann, ist, ich kann nicht mal Callbacks registrieren. Also ich kann nur mit get blockieren mein Thread und das Ergebnis auslesen. Also ich kann nicht mal irgendeine nicht blockierende Operation machen. Das heißt, die ganze Bibliothek ist eigentlich, also ja, für Futures and Promises nicht sehr sinnvoll. Ja. Ja, gut, aber ich kann kein Callback dran hängen. Also. So, und ich zeige auch, wie umständlich das Ganze ist, indem ich hier nochmal das Beispiel von vorhin damit versucht habe, irgendwie zu implementieren. Also, okay, ich kann jetzt hier, erst einmal habe ich keinen Kombinator so wie Fallback-To, ja? Das bedeutet, ich muss selber ein Promise anlegen. Dann kann ich meine beiden Hotelaufrufe hier machen und ein Race starten. Also der erste, der hier fertig ist, wird einfach das Hotel da reinschreiben. Dann habe ich aber keine Präferenz für die Schweiz. Also das ist nicht mal erfüllt richtig. Und jetzt muss ich eigentlich einen dritten Task starten, weil ich will ja meinen Hauptthread nicht blockieren. Und darin mache ich dann eigentlich das, was ich mit dem fertigen Hotel machen will, nämlich buchen und meine Freunde informieren. Muss dann in diesem Thread hier mit get irgendwie blockieren. Das startet dann aber eben, wie du schon gesagt hast, nicht automatisch, wegen dieser Lazy Evaluation. Also müsste ich eigentlich nochmal hier get aufrufen. Also ist total sinnlos und ich kann den Use Case so überhaupt nicht implementieren. Ja? Klare Präferenz haben willst,
Ja. Das probierst du erst in der Schweiz. Ja. Wenn das nicht funktioniert, probierst du in den USA und dann machst du die beiden anderen. Ja, aber ich kann ja auch Und das gleichzeitig. Ganze in einem. Aber ich kann ja auch gleichzeitig. Das ist ja die Kombination. Ich habe zwei Ja, verschiedene aber in den Aufrufe. USA buchen, bevor du weißt, dass es in der Schweiz nichts gibt. Du hast ja beide Hotels. Man kann ja Ich kann doch beide beide Promises verwenden. abfragen und dann. Hä? Du kannst beide Promises verwenden und dann im Asien dann beide Promises abfragen. Beantworten. Ja, aber ich kann es nicht, aber ich muss dann immer hier noch einen Task starten, das meine ich halt. Also ich kann nicht blockieren, einfach einen Callback dranhängen, es geht nicht. Ja. So, wir haben gesehen, wir haben keine Callbacks, wir können nicht kombinieren, wir haben keine Executor, wir können eigentlich nur mit GET abfragen. Sehr beschränkt. So, dann gucken wir uns BootThread an. Wir haben die gleichen Features wie in C++ 17, allerdings haben wir jetzt auch Callbacks und wir haben auch einfache Kombinatoren. Also wir können jetzt Callbacks mit then dranhängen, die dann ausgeführt werden, wenn der Future-Ergebnis da ist. Und mit when any kann man zum Beispiel mehrere Futures reingeben und kriegt direkt ein Future zurück, das completed wird, sobald einer davon fertig ist. Allerdings weiß man nicht welcher. Das haben sie auch gut implementiert. Und mit when all kann man mehrere reingeben und kriegt ein Future, das completed wird, wenn alle fertig sind. So, ich habe einfache Executors, so wie wir es in Scala gesehen haben. Ich habe Thread-Pools und die Callbacks erlauben mir jetzt natürlich nicht blockierenden Zugriff und die Combinator. Allerdings fehlen immer noch Combinator und ich habe immer noch kein Fallback zu. Ich krieg bei when any einfach ein Future wieder mit der Liste von allen Futures. Jetzt kann ich natürlich abfragen, welches fertig ist, aber in der Zwischenzeit können ja mehrere fertig sein. Nee, deswegen ist es sinnlos. So. Ja, das ist meine Meinung. Okay, also ich habe jetzt hier nochmal den Use Case implementiert. Ja, wieder so mit Promises. So, was ich jetzt anders machen kann als vorher ist, ha, ich kann Callbacks dranhängen. Das mit dem Get hier, wenn ich ihn execute, das stimmt nicht. Das muss ich wegmachen. Sorry. Also, wenn ich ihn execute benutze hier, dann muss da kein Get dranhängen, glaube ich. Sonst würde es ja gar nicht funktionieren. Okay, also ich kann die Callbacks dranhängen. Ich brauche keinen dritten Task mehr. Und ich habe jetzt zumindest das Ziel erreicht, dass ich hier nicht blockierend schon mal bestimmen kann, was ich mit dem fertigen Hotel mache. Ich habe aber immer noch keinen Combinator, dass ich priorisieren kann. Ja. Und dadurch, dass ich immer noch ein Promise hier anlegen muss, ist es halt immer noch schwierig zu verstehen. So, jetzt kommen wir zu Foley. Foley hat auch die Features, die jetzt BootThread hatte. Ein bisschen anders, aber vom Prinzip her Executor, Callbacks, Combinators. Und jetzt haben wir auch wesentlich mehr Combinators hier, die nicht blockieren. Wir haben zum Beispiel ein sinnvolles Collect Any, wo wir auch den Index zurückkriegen. Ein Collect N, da können wir N-Futures zurückbekommen, nicht blockieren. Oder eben nur erfolgreiche Futures mit Collect Any without Exception. Außerdem haben wir zusätzlich einen Default, mehr verschiedene Default-Executor, die wir verwenden können. Also wir müssen den Executor nicht wie in BootThread erst selber anlegen. Und wir haben jetzt diesen selben Typ Try, den wir auch in Scala hatten, ja, der praktisch das Ergebnis abbildet. Also er kann entweder einen erfolgreichen Wert haben oder eine Exception. Und damit kann ich auch ein bisschen eleganter dann programmieren. In BootThread musste ich im Callback immer das ganze Future reinkriegen. Hier kriege ich nur das Try rein. So, der Use Case jetzt nochmal mit Foley. Ich muss hier keinen Executor angeben. Async benutzt diesen Standard-Executor und ich kann jetzt diesen Combinator noch benutzen. Also die Callbacks hatten wir vorhin schon, aber diesen Combinator hatten wir nicht. Ja? Deswegen brauche ich kein Promise mehr, weil ich muss das Race nicht mehr selber starten, sondern das macht der Combinator hier für mich. Das heißt, ich kriege hier das erste Erfolgreiche zurück. Es ist immer noch nicht die Schweiz präferiert, weil dafür habe ich leider keinen Combinator in Foley. Aber zumindest ist es einfacher zu verstehen. Und was euch vielleicht auch auffällt, ist, ich habe jetzt hier überall Move stehen. In Foley sind es keine Shared Futures. Das heißt, ich muss die Futures immer mit Move praktisch invalid machen. Also sie sind danach leer. Ich kann also nur ein Callback dranhängen und dann nichts mehr damit machen. Dann ist es ein neues Future. Genauso kann ich das hier mit Move reinmachen, aber dann ist es halt, also dann kann ich danach mit Switzerland nichts mehr machen. Es ist halt leer. Genau, also ich würde jetzt hier eigentlich noch eine Variable Booking, also wenn ich da mit dem Hauptthread noch was machen will, das muss ich ja nicht. Ja, also wenn du es am Ende noch irgendwie syncen willst. Wobei, ich weiß nicht genau, wie es mit dem Executor ist, ob der dann nicht schon am blockieren würde, wenn er das Callback hier kriegt. Je nachdem. Aber hast schon recht, also
Also ich könnte hier noch eine Variable hinmachen und das dann am Ende nochmal sinken, ja. Das letzte kriege ich dann zurück. So, das Problem ist immer noch mit Foley. Also wir konnten jetzt schon mehr machen, aber so richtig, wenn man sich die Implementierung anschaut, ist es irgendwie nicht so systematisch implementiert, sondern es ist halt so gemacht, die haben einfach irgendwelche Combinator, irgendwelche Callback-Funktionen reingemacht und dann das irgendwie so mit Atomics hintendran implementiert. Ich präsentiere nachher ein systematischeres Design, das wir gemacht haben. Die haben da keine Unterscheidung zwischen den Core-Features und den abgeleiteten, den Derived-Features, also Core-Features, die ich irgendwie mit Locking oder Atomics oder je nachdem implementieren muss, und die Derived-Features, die ich alle von diesen Core-Features ableiten kann. Außerdem fehlen mir noch Combinators wie das Fallback-Tool. Ich konnte ja immer noch keine Präferenz praktisch zur Schweiz geben. Und durch diese Move-Semantik werden die Futures halt alle invalid nach dem Aufruf. Dadurch kann ich auch immer nur einen Callback dranhängen. Also in Scala habt ihr ja gesehen, ich konnte mit onComplete beliebig viele dranhängen. Ja, und daher kommt jetzt unsere Arbeit. Wir haben also eine Core-Sprache entworfen, in der wir systematisch beschreiben, wie Futures und Promises implementiert werden. Ja? Was passiert eigentlich in Scala, wenn das Future fertig wird, während ich gerade noch einen neuen Callback hinterhänge? Dann wird der direkt an den Executor geschickt. Also das kann auch schon fertig sein und ich kann dann onComplete machen und dann wird es direkt an den Executor geschickt. Sonst wäre es ja falsch. Also es wird dann ausgeführt. Ja? Ja? Das ist nicht deterministisch. Also die sind ja nebenläufig zueinander. In Scala haben wir uns das angeguckt, die werden in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt. Das hat was damit zu tun, dass es so eine Linked List ist, ja, dass er dann mit dem letzten anfängt. Aber es, also man darf sich nicht darauf verlassen, dass da irgendeine Reihenfolge ist. Ja. Nee, es gibt ja direkt ein Future zurück, aber das ist halt leer. Das ist ja der ganze Witz der Futures. Also ich kriege direkt ein Future zurück, das ist aber noch leer und kann dann Callbacks dran. Wenn ich noch das Witzer und Callback USA mache, dann muss dieses Witzer und Future zuerst fertig sein. Damit der Wert gesetzt wird. Ja, ja, das. Das war jetzt ein Beispiel dafür. Also. Aber stimmt schon, also damit der Wert, damit das Ergebnis gesetzt wird, dann muss natürlich Switzerland gesetzt werden. Aber ich habe ja dann ein leeres Future, das ist ja der Witz der Futures, und kann direkt dann angeben, dass ich mit dem leeren Future noch irgendwelche Sachen mache, sobald es gesetzt ist, mit den Callbacks. Okay. Also in unserer Arbeit definieren wir Futures und Promises halt systematisch. Wir unterscheiden dabei zwischen Core und Derived Features. Die Core Features muss man praktisch implementieren mit irgendeinem Concurrency-Mechanismus, zum Beispiel Atomics oder Locking, das zeige ich nachher auch noch. Und die Derived Features sind alle davon abgeleitet. Das heißt, den Derived Features ist es praktisch egal, welchen Concurrency-Mechanismus ich benutze, um die Core Features zu implementieren. Das Ganze, wir haben auch ein Short Paper veröffentlicht für also Futures and Promises in Haskell und Scala, da haben wir das Ganze für Haskell und Scala gemacht. Da kann man sich das auch nochmal genauer anschauen. Und ich habe jetzt diese Sprache eben für C++ implementiert. Ich habe erstmal eine Beispielimplementierung gemacht, basierend auf einer MVAR. MVAR ist eigentlich wie ein Container mit einem Element, der halt nebenläufig geschützt wird. Den zeige ich nachher auch noch. Und unsere Bibliothek bietet dann solche Derived Features wie Fallback-Tun, aber natürlich auch noch andere. Und wir benutzen erstmal keine Move-Semantics, damit unsere Futures eben nicht so invalid werden wie bei Foley. Also man kann die bei uns dann halt hinterher noch benutzen nach solchen Aufrufen, aber natürlich müsste ich dann das Ergebnis kopieren. Also irgendwie muss ich ja, habe ich dann auch einen Nachteil dadurch. Aber ich zeige den Vorteil nachher auch. Also es bringt dann was bei der Implementierung. So, das sind eigentlich die Core-Features von unserer Sprache, ziemlich simpel. Wir haben eigentlich nur diese vier Operationen, New, erzeugen neues, Promise. Also wir haben in der Core-Sprache einfach Futures und Promises zusammengelegt, also Future mit Write-Semantics. Ja. Es erzeugt ein neues Promise, mit GetP können wir synchronisieren und den aktuellen Thread blockieren, kriegen das Ergebnis zurück, mit OnComplete können wir einen Callback dranhängen, nicht blockieren und mit TryComplete können wir den Wert setzen. So. Und wenn wir diese vier Kooperationen haben, diese Features, dann können wir alle anderen wie Fallback-Tool einfach davon ableiten. Und wir können selber bestimmen, wie wir diese vier Kooperationen implementieren, zum Beispiel mit Software Transactional Memory, mit dieser MVAR oder mit Atomics und Compare and Swap Operationen. Das waren drei Beispiele, die wir in diesem Short Paper benutzt haben. Und die Derived Features sind dann eben für alle verfügbar, einfach so. So, jetzt beschreibe ich die Core-Sprache, die Semantik davon, ziemlich simpel.
Also wir haben den Promise State. Das Promise kann ja entweder completed sein, dann hat es seinen Wert. Das kann natürlich entweder eine Exception sein oder der erfolgreiche Wert. Und solange es nicht completed ist, hat es einfach die Liste von Callbacks, ja, die ich mit onComplete drangehängt habe. So, jetzt, wenn ich jetzt ein neues Promise erzeuge hier, dann habe ich natürlich am Anfang einfach diese leere Liste von Callbacks. Ganz einfach. So, get kann zwei Fälle haben. Es soll ja blockieren, bis ein Ergebnis da ist und das Ergebnis zurückgeben. Wenn schon ein Ergebnis da ist, also dieses V hier, dann wird einfach das Ergebnis in die Variable geschrieben. Ansonsten, wenn noch Callbacks drin sind, muss ich darauf warten, dass sich die Callbacks zu dem Wert ändern und blockiere solange mein Hauptthread. OnComplete hat auch diese beiden Fälle. Das ist jetzt, was du vorhin gefragt hast. Wenn der Wert schon da ist und ich einen Callback registriere, dann wird es direkt an den Executor geschickt und ausgeführt, hier mit diesen Klammern markiert. Ansonsten wird es einfach drangehängt an die Liste. TryComplete, wieder die beiden Fälle. Kein Effekt, wenn ein Wert bereits drinsteht. Ja, der Wert bleibt erhalten. Ansonsten, wenn die Liste von Callbacks drin ist, wird die Liste ersetzt durch den Wert und alle Callbacks werden nebenläufig ausgeführt. Außerdem kriege ich noch als Boolean zurück, war es erfolgreich oder nicht. So, und bei dieser Core-Sprache ist jetzt eigentlich wichtig, dass es eben nebenläufig geschützt wird. Ja? Also, dass ich da irgendwie mit einer MVAR oder einem Mutex oder was auch immer diesen Promise-State schütze. Das muss thread-safe passieren, weil ich kann ja von mehreren Threads auf das Promise zugreifen. Die möglichen Implementierungen sind eben diese Software-Transactional-Memory, MVARs oder Atomic Compare and Swap. Es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben halt diese drei genutzt, um das mal in Haskell und Scala zu implementieren. Das kann man in dem Paper auch nachlesen. Wir haben da auch Benchmarks dann reingemacht, die das mit der Scala-Standardbibliothek vergleichen und der Twitter-Bibliothek. So, jetzt ist die Frage, wie implementiere ich jetzt das Ganze in C++? Erstmal brauche ich natürlich meine Helferklassen wieder. Also das, was ich am Anfang gezeigt habe, ich brauche einen Executor, der irgendwie meine Callbacks auf die Threads verteilt. Und dafür definiere ich einfach eine abstrakte Klasse Executor und hier so eine abstrakte Methode add und benutze dann halt einfach std-function, eine Funktion ohne Rückgabewert und ohne Parameter, die auf irgendeinen Thread verteilt wird. So, da ich jetzt keine Lust habe, selber einen Threadpool zu implementieren, benutze ich einfach den von Foley und mache mir einfach hier so eine abgeleitete Klasse davon, in der ich mir so einen Foley-Executor reinnehme und dann add dafür implementiere und einfach an den schicke hier. Und dann kann ich die ganzen Executor von Foley benutzen. Da gibt es ja außer Threadpool auch noch andere. So, und diesen Executor brauche ich, um zu definieren, wo meine Callbacks von diesem Core, von dieser Core-Sprache ausgeführt werden. Dann brauche ich noch diese Class-Template-Try für die Ergebnisse. Das ist praktisch wie in Scala. In Foley gibt es auch einen ähnlichen Typen. Ich kann es entweder erzeugen mit einem Ergebniswert erfolgreich oder mit einem Fehlerwert, hier einfach mit einem Exception-Pointer. Das ist der Standardbibliothek. Ich kann mit einem Get den Wert abfragen. Wenn das Try hier eine Exception beinhaltet, wird dieser Aufruf hier diese Exception wieder werfen. Also muss ich das immer in einem Try-Catch-Block machen. Und ich kann abfragen, habe ich ein Ergebnis, erfolgreiches oder die Exception. Das brauche ich eben, um das Ergebnis von dem Future zu speichern. So, mit diesen Helferklassen hier kann ich jetzt mein Core-Klassen-Template definieren. Und da sind eben diese vier Core-Operationen wieder drin, die vier Core-Features. Das ist mein New, also einfach der Konstruktor. Ich muss halt irgendeinen Executor angeben, sonst weiß ich ja gar nicht, wo ich meinen Callback nachher ausführe. Dann mein Get, das gibt mir eben diesen Try-Typen zurück, der dann das Ergebnis beinhaltet, entweder Exception oder Wert. Mein OnComplete, da kriege ich das Callback rein. Das Callback kriegt als Parameter auch diesen Try-Wert vom Future. Da steht ja drin, der erfolgreiche Wert oder die Exception. Oder mit TryComplete kann ich eben auch über das Try entweder eine Exception oder einen erfolgreichen Wert reinschreiben und kriege dann zurück, ob es erfolgreich war oder nicht. So, und diese Klasse hier, diese abstrakte Klasse, kann ich jetzt implementieren, wie auch immer ich will. Ja. Und von dieser Klasse kann ich jetzt meine beiden Typen ableiten einfach, also Future und Promises, und habe dann eben all die Futures, die ich brauche, um Futures und Promises zu benutzen. Und intern benutzen die dann einfach einen Shared Pointer auf so eine Core-Instanz, es muss ja jetzt mit Polymorphismus, muss ich ja die richtigen Core-Methoden aufrufen. Also muss ich halt einen Pointer darauf haben. Und ich benutze einfach einen Shared Pointer. Das erlaubt mir nachher, dass ich auch diese Instanzen hier kopieren kann. Dann habe ich nicht diese Probleme von Foley mit Move. Und diese Typen hier,
denen ist ja egal, was hinter dem Core steckt. Die kennen nur das Core. Das heißt, ich kriege alles, was ich hier reinstecke an Fallback-Do oder anderen Features, kriege ich für jede Implementierung von Core. Das ist einfach ein systematischerer Ansatz. Ja, also wir haben gesehen, ich habe diese Helper-Klassen, Execute and Try. Ich muss das Klassentemplate Core implementieren, damit ich diese Core-Features habe und ich kriege alle meine abgeleiteten Features einfach so. So, nächste Frage, wie implementiere ich jetzt Core? Also, ich habe ja gesagt, ich habe eine Beispielimplementierung mit einer MVAR gemacht. Das MVAR-Konstrukt kommt aus Haskell und ist einfach ein Container, der einen Wert beinhalten kann und nebenläufige Zugriffe erlaubt. Also, wir haben dieses Put hier. Das wird den Wert einfach in den Container reinschreiben. Wenn er nicht leer ist, wird es den aktuellen Thread blockieren, solange bis er wieder leer wird und dann den Wert reinschreiben, weil es kann immer nur ein Wert drin sein. Es ist eigentlich wie ein Kanal mit einem Puffer, also mit der Puffergröße 1. Dann haben wir das Take, dann kann ich den Wert rausnehmen. Wenn kein Wert drin ist aktuell, dann wird einfach der aktuelle Thread blockiert, solange bis einer drin steht. Und dann wird er rausgenommen, danach ist die MVAR leer, das ist wichtig. Oder ich kann Read machen, das blockiert auch, solange bis ein Wert drin steht, nimmt den Wert aber nicht raus. Also ich kann dann mit mehreren lesen und der Wert bleibt erhalten. Und mit isEmpty kann ich noch abfragen, ist ein Wert drin oder nicht. So, mit dieser MVAR hier, mit diesem einfachen Typ, kann ich jetzt schon meinen Core-Typ implementieren. Ich habe die MVAR einfach mal nachgebaut. Ich habe jetzt Standardbibliothek keine gefunden. Ich habe die einfach mit einem Mutex und zwei Condition-Variablen implementiert. Gibt es überall im Internet, kann man einfach nachgucken. So, damit ich das jetzt mit einer MVAR implementiere, muss ich erstmal mein paar Typen nochmal definieren und definieren, was ist jetzt mein Promise-State, den ich in dieser Core-Sprache verwende. Also ich habe meinen Callback, ja, diese Funktion, die dieses Ergebnis von einem Future kriegt. Ich habe eine Liste von Callbacks, benutze ich einfach Vektor, könnte ich auch was anderes nehmen, eine Linked-List, ja. Und jetzt kann ja mein Zustand entweder die Liste von Callbacks sein, so wie ich es am Anfang gezeigt habe, oder das Ergebnis, wenn es gesetzt ist. Und jetzt nehme ich natürlich einfach meine MVAR her und speichere diesen State da drin. Und dadurch ist es schon nebenläufig geschützt, weil die MVAR nebenläufig geschützt ist. So, was ich jetzt aber auch noch brauche, ist, ich habe mit get diesen blockierenden Aufruf. Solange bis ein Ergebnis da ist. Ja, da kann ich ja jetzt wieder eine MVAR verwenden. Das heißt, ich habe also meine erste MVAR für den Promise State. Da kommt eine leere Liste von Callbacks am Anfang rein. Und jetzt benutze ich noch eine zweite MVAR. Da nehme ich einfach Void, weil ich brauche keinen Wert. Die ist einfach nur zum Blockieren da. Und dieses Signal hier erhält erst einen Wert, sobald ein Wert hier drin steht. Also sobald die Callbacks hier ersetzt werden durch einen Wert. Und das kann ich dann in get benutzen, um zu blockieren. Das heißt, es ist wirklich eine reine MVAR-Implementierung. Hier ist nochmal die Semantik von dem New. Ja, am Anfang wird eine leere Liste von Callbacks erzeugt. Und dafür brauche ich nur diese beiden Felder. So, jetzt gucken wir uns das Get an. Hier nochmal die Semantik von vorhin. Ja, wir haben die beiden Fälle. Entweder gibt es direkt einen Wert zurück oder wir warten, bis die Liste der Callbacks durch einen Wert ersetzt wird. Also das ist die Implementierung. Jetzt kann ich einfach mit meinem Signal hier blockieren, weil das Read blockiert ja. Und es lässt den Wert drin, also kann ich auch mit mehreren Threads get aufrufen. Und sobald ich dieses Signal habe, bin ich mir sicher, weil dieses Signal wird nur in try complete beim Erfolg gesetzt, zeige ich nachher, dass ich einen Wert habe. Ich lese den Wert aus und mein State ist ja eine Variant aus C++ und jetzt schreibe ich hier den Wert raus, ja, und gebe den zurück. Damit habe ich get implementiert. So, on complete, wieder die beiden Fälle von vorhin. Ich hole mir jetzt mit take aus der MVAR den Wert, dann ist die MVAR leer. Und das ist praktisch der Trick, um die MVAR zu schützen vor nebenläufigen Zugriffen. Weil wenn jetzt mehrere gleichzeitig irgendwas reinschreiben, wenn jetzt praktisch das zweite on complete kommt und ich habe den Wert schon rausgenommen, dann muss der ja mit dem take warten, bis wieder ein Wert drinsteht. Also ist der andere sozusagen so lange ausgeschlossen davon. Das, was ich auch mit einem Mutex habe. So, ich kann gucken, entweder habe ich schon ein Ergebnis drin in meinem Promise, dann schreibe ich das Ergebnis einfach wieder zurück rein. So, jetzt kann auch ein anderes onComplete den Wert rausnehmen und führe meinen Callback aus mit diesem Ergebnis. Ja, oder ich habe die Liste von Callbacks, dann hänge ich meinen Callback, was ich hier oben reingegeben habe, einfach dran und schreibe die Callbacks wieder zurück rein. Und durch dieses Take und Put von der MVAR ist das hier vor nebenläufigen Zugriffen geschützt. Dann das Try Complete. Ich kriege meinen Ergebniswert rein.
ich mache das wieder so wie vorhin. Also hier ist nochmal die Semantik. Ich habe die beiden Fälle, es ist schon gesetzt, passiert nichts. Oder ich setze es und dann muss ich auch alle Callbacks aus der Liste nebenläufig ausführen. So, hier ist Fall 1, es passiert nichts, also schreibe ich den Wert einfach zurück in die MVAR und gebe false zurück. Fall 2, ich habe die Liste von Callbacks, also ist mein Aufruf erfolgreich. So, dann schreibe ich den Wert rein und jetzt mache ich hier dieses Put mit dem Signal, damit werden alle Gets aufgeweckt sozusagen und alle Gets geben jetzt den Wert zurück und ich führe meine Liste von Callbacks jetzt mit diesem Ergebnis auf. So, ganz einfach, so habe ich jetzt mit der MVAR meine Core-Sprache implementiert. So, und anhand mit diesen Core-Typen, den ich jetzt auch implementiert habe, kann ich jetzt meine Advanced Futures and Promises implementieren. Die basieren dann auf diesem systematischen Design, das ich jetzt gezeigt habe, auf dieser Core-Klasse, die ich jetzt nur für MVAR gezeigt habe, die man aber auch noch auf andere Arten sehr leicht implementieren kann. Und ich kriege dann diese abgeleiteten Futures, die ich gleich zeigen werde, alle umsonst. Und dadurch, dass ich eben immer diese Const-Referenz zurückgebe und keine Move-Semantik verwende, kann ich auch on-complete mehrmals aufrufen, ohne dass meine Futures irgendwie leer werden oder invalid halt. Dadurch kann ich mehrere Callbacks pro Future verwenden, so wie in Scala. Und ich habe die Multiple-Read-Semantics auch so wie in Scala, die ich halt nicht in Foley hatte. Und das ist jetzt nochmal das Beispiel vom Anfang, jetzt mit den Advanced Futures and Promises. Ich benutze einfach den Foley-Executor. Ich habe ja vorhin gezeigt, ich habe einen Adapter einfach gemacht. Ich habe auch dieses Async hier. Und jetzt habe ich mein Fallback-Tool, das ich einfach implementiert habe für die Advanced und kann auch mehrere Callbacks dranhängen. Und jetzt kann ich endlich die Schweiz praktisch bevorzugen und ich kann mehrere Callbacks benutzen und ich kann die Futures auch nach diesen Aufrufen hier und auch nach diesem Fallback-Tool kann ich immer noch auf USA irgendwelche Operationen ausführen. So, und das sind zum Beispiel einige von den Derived-Features, die wir implementiert haben. Und die habe ich jetzt praktisch für jede Implementierung von Core, weil die interessiert es nicht, wie ich diese nebenläufigen Zugriffe irgendwie synchronisiere. Die sind ja davon abgeleitet. Ich kann die mal durchgehen. Also dieses Async haben wir schon gesehen. Das ist das gleiche eigentlich wie in C++ 17. Ich gebe eine Funktion rein und einen Executor und kriege einen Wert zurück. Mit dem Then, das haben wir auch schon gesehen, kann ich einfach ein neues Future erzeugen mit einem Callback und dem Ergebnis vom vorherigen. Mit ThenWith kann ich das gleiche machen. Allerdings kann ich direkt ein Future zurückgeben und nicht nur ein Ergebnis. Das heißt, ich steuere selber, wie das Future zurückgeben wird. Guard ist ganz einfach. Ich gebe einfach eine Funktion rein, die ein Boolean zurückgibt. Wenn das, wenn diese Funktion false zurückgibt, dann wird das resultierende Future mit einer speziellen Exception completed, also Predicate not fulfilled. Fallback to haben wir schon gesehen. Es präferiert P. Ansonsten gibt es Q zurück. First hat keine Präferenz, also gibt es einfach wirklich den ersten zurück. First successful, also first suck, gibt nur das Erfolgreiche zurück. First N kriegt eine Liste von Promises oder Future und gibt nur die N ersten zurück. First N successful, die N erfolgreichen. Und mit Try success und Try fail kann ich eben direkt einen Wert oder eine Exception reingeben. Ansonsten mit Try complete muss ich immer diesen Try-Typen reingeben. Mit Try complete with kann ich ein Future reingeben und das Ergebnis von dem Future setzt dann das Ergebnis von diesem Promise. Try success with und try fail with sind einfach die Varianten davon, nur mit erfolgreichem Wert oder Exception. So, und diese Bibliothek ist schon mächtiger als die von Scala, weil ich bestimmte Dinge, die ich hier habe, wie das First End successful, habe ich in Scala nicht. Müsste ich auch selber implementieren. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Problem. Ich habe ja vorhin schon gezeigt, mit dem Move werden die Futures invalid, weil sie dann eben leer werden, so wie wenn ich einen String von einem String zum anderen move. Wir haben eben keine automatische Speicherverwaltung, keine Garbage Collection in C++. Und wir haben ja gesehen, dass C++ 17 und Boot-Thread zwischen Shared und Non-Shared Futures unterscheidet deshalb auch. Und wir für die Non-Shared eben diese Move-Semantik benutzen und für die Shared die Copy-Semantik. Und das macht eben die Futures dann ungültig. Ich kann jetzt das Problem des Ganzen mal hier demonstrieren. Wenn ich jetzt dieses try-complete-with, was ich gerade vorhin gezeigt habe, implementieren möchte, das ist ja dieses abgeleitete Future. Das sieht so aus, ich kriege das Promise P und das Future Q und dann registriere ich einfach an Q on complete das Callback hier und dann wird praktisch, sobald Q fertig ist, nebenläufig versucht, P mit dem Ergebnis von Q zu setzen. So, ganz einfaches Feature, ich will das implementieren. Wenn ich das jetzt mit der Move-Semantik mache,
Mal angenommen, ich will das jetzt in Foley implementieren, dann sieht das so aus. Ich habe eine Referenz von meinem Promise und ich habe eine Referenz von meinem Future. Und jetzt setze ich das Callback mit dieser komischen Methode da, die ich benutzen muss, und übergebe praktisch in der Lambda-Funktion von meinem Callback das per Referenz rein und setze es dann einfach mit dem Ergebnis. Das sieht ja schon falsch aus, weil ich habe praktisch dann diese Referenz von dem Promise hier reingegeben. Ich weiß aber zu diesem Zeitpunkt, weil es ja nebenläufig irgendwann passiert, gar nicht mehr, ob das Promise überhaupt noch gültig ist. Also es kann ja gelöscht worden sein. Ja, ich habe ja keine Garbage Collection. Also ist diese Implementierung schon mal falsch. Ah, das Return war noch falsch, sorry. Das ist jetzt eine sichere Implementierung, sieht ja schon spannender aus. Ich move jetzt die beiden rein, das heißt, ich weiß, die werden irgendwo anders mehr benutzt und ich habe die volle Kontrolle darüber und dann mache ich einfach aus beiden Shared Pointer. So, wenn ich jetzt Shared Pointer habe, dann kann ich einfach diese Shared Pointer hier rein kopieren und dann bin ich mir sicher, dass dieses Promise hier, wenn das Callback ausgeführt wird, noch existiert. Weil ich habe ja eine Kopie von dem Shared Pointer. So, das ist jetzt sicher, aber dadurch, dass ich das hier reinmoven muss, weil ich sonst ja diesen Shared Pointer nicht erzeugen kann, wird mein Promise eben danach trotzdem ungültig. Also ich kann es wieder nicht weiterverwenden. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Du hast da ja mit deine Future gecaptured und wenn du das Ganze gar nicht ausführst, dann ist das da einfach dann für immer gespeichert. Richtig, aber es soll ausgeführt werden. Also wenn es nicht ausgeführt wird, dann ist es eher ein Programmfehler. Bevor du zu dem Punkt in deiner Chain kommst. Also normalerweise wird es ausgeführt, ja, irgendwann. Also die Technik wird auch von Foley selber benutzt, dass sie so Shared Pointer reinpacken. Das heißt, die gehen auch selber davon aus, dass die Callbacks irgendwann ausgeführt werden. Ja klar, dann liegt es. Wenn du einen Pointer auf Erzeugnis Das ist das Gleiche. Aber wie gesagt, das mit diesem Promise hier wird halt auch so verwendet in Foley und das heißt ja, wenn das Callback nie ausgerufen wird, dann würde das Promise hier auch liegen, ja. Also hast du schon recht, aber man geht dann offensichtlich davon aus, dass das Callback irgendwann ausgeführt wird. Das müsste man dann natürlich beim Unterbrechen irgendwie aufräumen auch. Wenn man es unterbrechen kann, das ist auch die Frage. Okay, und so sieht jetzt das Ganze aber einfach in unserer Bibliothek aus, also viel einfacher. Weil natürlich jetzt diese beiden Typen diese Shared Pointer einfach verbergen, ja. Die sind standardmäßig, kann ich die einfach kopieren, weil die diesen Shared Pointer intern verwenden. Also muss ich selber nichts mehr machen und ich kann jetzt einfach eine Kopie von dem Promise hier reingeben, habe jetzt aber wieder das gleiche Verhalten. Also ich habe dann die Referenz von dem Promise natürlich hier drin und bin dann sicher, dass es so lange da ist, bis das Callback abgearbeitet ist, weil dann wird die Referenz hier freigegeben. Und daran sieht man eben, dass man mit den Move Semantics eben schon richtig Probleme bekommt, wenn man diese abgeleiteten Features hier implementieren will, weil man eben ganz viele Sachen irgendwie beachten muss und wenn man die Sachen hier, also die wie in Foley reinmoved, kann ich eben mein Promise nicht mehr benutzen. Und der Sinn der Promise ist ja eigentlich, dass ich Races drauf starte. Das heißt, dass ich von mehreren Threads versuche, den Wert zu schreiben und nur einer Erfolg hat. Und das kann ich eben nicht, wenn ich das Promise einfach reinmove und es dann weg ist. So. Und hier sieht man nochmal, wie das Ganze in C++17 und Boothread machbar ist mit den Futures. Da kann ich die einfach mit diesem Share hier zu Shared Futures machen. Und dann kann ich die Futures zumindest kopieren und auch mehrmals lesen. Es gibt aber auch keine Shared Promises. Das heißt, wenn ich nochmal zurückgehe hier, meine Promises sind ja auch Shared. Ich mache ja eine Kopie von dem Shared Pointer intern, wenn ich das kopiere. Das heißt, das hier kann ich auch nicht damit implementieren. Ich brauche auch die Shared Promises. Und in Foley habe ich überhaupt keine Shared Futures oder Promises. Wir haben in unserem Paper gezeigt, wie man Shared Futures mit deren Typ Shared Promise implementieren kann. Also man kann es mit einem Hack sozusagen selber dann implementieren, aber man hat dann auch immer noch kein richtiges Shared Promise wie bei uns. Der Shared Promise bei denen ist was anderes. Das bedeutet einfach, ich habe ein Promise, von dem ich mehrere Futures erzeugen kann, was eigentlich ganz normal ist in
C++17 Bootstrap Environments. Kann man sich im Paper auch nochmal anschauen, wie wir das implementiert haben. So, was ich jetzt auch noch beachten muss, ist bei dieser manuellen Speicherverwaltung Broken Promises. Weil es in C++ ja so ist, dass das Promise irgendwann gelöscht wird, und zwar nicht von der Garbage Collection, sondern ich bin ja selber dafür verantwortlich, ist es eben so, wenn ich jetzt wie in diesem Beispiel ein Promise für ein Hotel erzeuge und ich erzeuge davon ein Future und mache irgendwas Async und setze darin aber das Promise nicht, dann wird mir dieses Get hier, sobald das Promise gelöscht wird, wird dieses Future hier mit einer speziellen Exception completed. Also das ist extra so vorgesehen in C++ dann. Das heißt, das Promise ist weg und das hier wird mit so einer Broken Promise Exception completed. Und das passiert in allen drei Bibliotheken, C++17, Bootstrap und Foley. Das heißt, wir wollen das natürlich dann genauso machen, weil wir wissen ja, der Benutzer ist dafür verantwortlich, wie viele Referenzen er vom Promise hat. Um das so zu implementieren, müssen wir dann aber einen extra Referenz-Counter sozusagen haben von unseren Promises. Weil bei uns muss ich die Promises nicht wie hier moven, sondern ich kann die einfach kopieren. Das heißt, ich kann n Instanzen davon haben und dafür brauche ich dann einen Referenzzähler. Und wenn der Referenzzähler 0 wird, weil die letzte Kopie davon weg ist, mache ich das gleiche wie hier und complete praktisch alle Futures mit dem Broken Promise. Das muss ich beachten, damit ich das Verhalten auch so habe. So, wir haben jetzt gesehen, dass die Move-Semantik mich eben einschränkt, wenn ich solche abgeleiteten Features implementieren will. Ja, entweder werden meine Promises und Futures ungültig oder ich habe vielleicht sogar einen Fehler, also irgendeine Referenz auf ein Promise, was gar nicht mehr existiert. Und dadurch, dass ich intern SharePointer benutze, wie in unserer Advanced Library, habe ich diese Restriktion nicht mehr. Und wir können dafür auch einfach hier C++, also gibt jetzt SharePointer in C++. Und was man beachten musste, waren eben diese Broken Promises. So, jetzt nochmal so ein paar Randthemen, Upcoming Features. Ja, ich wollte nochmal auf Async und Await eingehen. Das ist ja so ein Feature, was man aus, vielleicht kennt es der ein oder andere von euch aus anderen Programmiersprachen. Also es gibt es in Scala, als Bibliothek, in C-Sharp, in JavaScript. Microsoft bietet es auch für C++ an, aber eben nur für ihre eigenen Compiler. Also es ist dann halt auf Microsoft-Produkte irgendwie beschränkt. Und eigentlich ist Async und Await nichts anderes als Syntactic Trigger. Also ich kann das Gleiche, was ich jetzt hier mache, was ich gleich erklären werde, kann ich genauso mit meinen Derived Features in Scala oder in unserer Bibliothek machen. Es sieht halt dann nicht so schön aus. Ja, ich habe dann hier diese Verschachtelung. Und dieses Async und Await macht nichts anderes. Ich habe meine beiden Futures, so wie vorhin. Und jetzt starte ich eine Funktion mit Async und die gibt mir wieder ein Future zurück. Und in solchen Async-Blöcken kann ich dann Await benutzen. Und es macht eigentlich nichts anderes, als auf diese beiden Futures zu warten. So, jetzt könnt ihr euch sicher fragen, ja, warum benutze ich halt kein Get? Ja, wenn ich jetzt ein normales Get hier benutze, dann würde der Thread einfach blockieren drin. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen Thread-Pool, da habt ihr nur 4 Threads drin und ich habe einfach einen Thread, der blockiert, da kann es dann ganz leicht passieren. Ja, der eine wartet jetzt auf die anderen, die Funktionen dafür kommen aber vielleicht erst danach in Execute oder so und dann habe ich einen Deadlock. Deswegen macht dieses Await hier was anderes. Wenn es sieht, dass diese Futures noch nicht gesetzt sind, dann legt es diese Routine hier schlafen, also es ist so praktisch wie Coroutine, gibt den Kontext ab und wird erst wieder aufgeweckt, sobald einer davon da ist. Und dafür braucht man eben eine spezielle Implementierung. Also das kann man nicht einfach mit dem Get machen. Und das ist so ein Feature, was eben viele dieser Sprachen anbieten, weil man dann elegante Futures kombinieren kann nebenläufig. Ja? Weil ihr seht schon hier unten, das würde das Gleiche machen. Man hat dann aber diese unschöne Verschachtelung. Und das ist auch was, was im C++-Standard fehlt, wofür es auch schon Proposals gibt, aber ich glaube mehr so mit Coroutine. Und das wäre auf jeden Fall auch noch was, was man sich angucken könnte dann. Ist auch noch nicht in der Scala-Standard-Bibliothek. Dafür gibt es nur eine externe Bibliothek. Sondern das andere sind eben die Proposals für C++, für C++ 20. Da habe ich mal auch durchgeguckt. Da gibt es ja hier diese Seite, wo man sich die ganzen Paper anschauen kann. Und da haben sich die Proposals irgendwie in den letzten Jahren stark verändert. Also als wir das Paper geschrieben haben, da waren irgendwie noch ganz andere Sachen da. Inzwischen sind jetzt irgendwie so Proposals da von Leuten auch von Facebook, die auch an Foley beteiligt waren, weil die dann Sachen aus Foley praktisch vorschlagen. Also es gibt einen Unified Executors Proposal, der schlägt eben vor, welche Executor reinkommen in C++ Standard. Wir haben ja jetzt momentan gar keine, ja. Die kann man dann auch mit Async verwenden. Und dann gibt es ein Proposal für die Futures
und Promises, die Erweiterung. Und da schlagen die Leute von Facebook auch vor, so wie sie es jetzt in Foli auch implementiert haben, das war vor ein, zwei Jahren noch nicht so, dass sie diese Aufteilung hier machen zwischen Semi- und Continuable Future. Und das Semi-Future ist dann einfach eine abgespeckte Version von dem Continuable Future. Ich kann da keine Callbacks drauf machen, ich kann nur blockieren, ich habe keinen Executor. Und die sagen halt, das ist das, was eine externe API anbieten sollte. Und ich soll dann als Benutzer der API angeben, welchen Executor ich benutze und konvertiere das dann praktisch in diesen Typ hier. Und dann kann ich Callbacks registrieren und alles machen. Und diese Proposals listen aber momentan auch nur so ein paar einfache Kombinate wie dieses On-Success und Failure, was wir alle schon haben. Also ich glaube, da wird sich noch vieles ändern und es ist auch nicht sicher, ob das wirklich in C++ 20 so reinkommt. Async Await wird irgendwie nur für Coroutinen beschrieben, ob das dann für Futures auch wirklich funktioniert, ist auch fragwürdig. Und ich habe noch diese Referenzimplementierung von den Standardisierungsleuten gefunden. Da kann man sich die Executor mal anschauen oder halt einfach selber mal durch diese ganzen Dinge gehen. Aber es ist halt alles so unsicher. Also es ist eigentlich mehr so dann aus Interesse, ja. Ob das wirklich benutzbar ist, keine Ahnung. Und Foli ist ja momentan sowieso schon weiter. So, Future Work, was haben wir noch vor? Das haben wir schon für Scala und Haskell gemacht. Und zwar diesen Core-Typen nochmal implementieren für andere, also auf andere Wege. Ich habe es jetzt mit der MVAR gezeigt. Man kann es aber auch mit dem Atomic-Typen machen. Da gibt es ja diese Compare-and-Swap-Operation. Damit kann man den State austauschen. Oder mit Software Transactional Memory. Das gibt es ja auch noch nicht im Standard. Da muss man dann halt auch eine externe Bibliothek bei C++ benutzen. Da gibt es ja aber auch, soweit ich weiß, welche. Was man sich auch noch angucken kann, sind so Programmtransformationen, das sogenannte Promise Linking, sowas gibt es in der Scala-Bibliothek. Und was die da machen ist, die machen eine Optimierung. Wenn man ganz viele verschachtelte Try-Complete-With-Aufrufe hat, dann verschieben sie die Callbacks, um dadurch die Anzahl der Promises zu reduzieren. Damit hält man den Speicher kleiner. Lohnt sich aber nicht wirklich, weil es eigentlich mehr so ein Randfall ist. Und es kommt halt darauf an, wie viel Speicher jetzt ein Promise wirklich belegt. Also da muss dann schon müssen schon viele Promises im Speicher sein und die müssen auch große Datenmengen speichern. Und natürlich zuletzt wollen wir dann auch Benchmarks machen und das mit der erweiterten Bibliothek, die wir gefunden haben, mit Foli vergleichen, um zu gucken, ob wir da auch schnell genug sind. Ja, ihr könnt euch die Paper online angucken. Also das Paper ist auf der Website von Martin Sulzmann. Das hier weiß ich noch nicht, wird aber bestimmt auch noch hochladen. Das gibt es aber auch online, das haben wir schon veröffentlicht hier. Und einfach auf mein GitHub-Projekt gehen. Da ist diese MVAR-Implementierung und die abgeleiteten Features. Könnt ihr auch gerne Tickets aufmachen oder Pull-Requests stellen, wie ihr Bock habt. Ja? Also bin da offen für Kritik und ja, das war's. Wer Fragen hat, fragt.